Ja, hallo zusammen. Heute geht es um die Ausgabe Easy Rider von Juli 1980. Tolles Titelblatt mit Crossmaschinen, die durch die Gegend springen. Und ich klappe mal auf. Hier zeitgenössische Werbung. Rider, später hieß Rider Twix. Ich kann mich noch an die Werbung erinnern. Aus Rider wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Aber 1980 Rider in der Urform hier beworben auf einer MB8 oder MB5 von so einem Pärchen. Schöne Sache für die Jüngeren, die nicht wussten, dass Twix mal Rider war. Ja, wir sind, wie gesagt, im Jahr 1980. Mokix gewannen dort wieder eine größere Bedeutung, weil die Kleinkrafträder sehr teuer waren, damals schon in der Versicherung. Und ja, bekanntlich auch ein Jahr später durch die neue Klasse mit 80 Kubik abgelöst wurden. Ist hier nochmal ein schöner Vierländerkampf, Mokik-Vergleichstest drin. Puch Monza 4SL, die führt den Test an. Tolles Mokik aus Österreich mit 2,9 PS, Vierganggetriebe, 8,5 Liter Tank, 79 Kilo Leergewicht für 3075 D-Mark. War schon ein amtlicher Preis damals, da gab es auch schon ein Kleinkraftrad für. Dann ein Klassiker aus deutschen Landen, die Hercules Supra 4. Eigentlich ein Schnäppchen mit 2,9 PS, auch Vierganggetriebe, 84 Kilo Leergewicht für 2490 Mark. Recht preiswert, ist auch eine einfache Version, sag ich mal, im Prinzip eine aufgemotzte G3-Mofa mit Trommelbremse. Die anderen Kandidaten hier im Test haben alle eine Scheibenbremse, wie zum Beispiel hier die Suzuki X1E aus Japan. Die leistet 3 PS. Hat einen 8,5 Liter Tank, wiegt 89 Kilo und kostet 2696 Mark. Schon ein bisschen teurer als die Hercules. Macht auch so einen ganz flotten Eindruck. Ja, und dann haben wir noch aus Frankreich die Motobegin TM4. Das ist auch ein Schnäppchen. Die hat 2,7 PS, 4 Gänge, 11 Liter Tank, wiegt nur 74 Kilo und hat nur 2198 D-Mark gekostet. Kaum teurer als ein Dreigang-Sport-Mofa seiner Zeit. Ja, blieb aber hier weitestgehend ein Exot. Hat man selten gesehen, bei uns zumindest. Noch Detailaufnahmen von der Puch Monza, Cockpit, Cockpitverkleidung, Motor. Die Hercules Supra 4 mit den VDO-Uhren. Das einfache Vorderrad mit Trommelbremse, Motor, Gepäckträger, hinten immerhin mit Packtaschenhalter. Die Suzuki bietet schon ein richtig schönes Cockpit mit Drehzahlmesser und Kontrollleuchten, Scheibenbremse, verchromten Kettenschutz. Ein einfaches Cockpit an der Motobegin, eine gelochte Scheibe, Kurzhub-Gasgriff und ein grob verrippter, luftgekühlter Zylinder. So viel zu diesem Test. Dann haben wir noch ein weiteres Mokik in dieser Ausgabe. Wie gesagt, Mokik-lastig, weil die wieder in Mode kamen, eine rote Hercules Supra Enduro. Da sitzt jemand auf der Hercules an der Theke und bestellt zwei Gläser, wer das wohl sein kann. Die Supra Enduro von vorne, von hinten, schlankes Mokik, die Version ohne Blinker. Einfaches Cockpit wie an der Mofa ohne Kontrollleuchten. Der kräftige 501 CKF Motor. Der leistet 3 PS, hat 4 Gänge, 8 Liter Tank, 83 Kilo Leergewicht für 2500 D-Mark, also auch mehr oder weniger ein Schnäppchen. Dann haben wir in der Ausgabe noch einen Mofa-Katalog wieder. Hier mit einer Rixe Mofa, Highsport Super LS und dann folgen ein paar Solo-Mofas. Die sind recht preiswert gewesen, hier die 712 Super Luxus für 1150 D-Mark, Minibike von Solo, Solo Sport Mofa mit zwei Gängen oder drei Gängen, die Zweigangversion für 1695, die Dreigangversion für 1795 D-Mark, die gab es auch als Maß Solo bei Quelle. Dann haben wir hier noch Vespa Bravo Mofas, wieder den Topshop hier mit schönen Sachen. Hinten drauf Zigarettenwerbung von Camel. So war das halt seinerzeit. Hier nochmal das tolle Titelblatt. Ich glaube, dieses Motiv gab es auch als Poster.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.